Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem Video für das neue Set in TFT zu Set 8. Vorweg die wichtigste Frage, bevor ich wieder 10.000 Kommentare kriege. Das Set wird ab Mittwoch auf dem PBE spielbar sein und jeder kann auf dem PBE spielen. In diesem Video kriegt ihr statt einem Gameplay, wo ich euch alles erklärt habe wie die letzten Male, jetzt ein kurzes, knackiges Video, wo ich euch alle Informationen gebe, aber mit jeder Menge Gameplay. Dadurch war dieses Video noch viel mehr Arbeit, als es sonst überhaupt schon war, deswegen freue ich mich ganz besonders, wenn ihr dieses Video an eure Freunde weiterleitet. Und außerdem ist es auch so, dass 50% der Leute, die Videos auf diesem Kanal schauen, diesen Kanal nicht abonniert haben. Vielleicht auch du, deswegen ändert das doch gerne. Bevor wir reinstarten, ein kurzer Blick zurück. Set 7 war für mich tatsächlich eins der coolsten Sets überhaupt. Es hatte eine unfassbare Wiederspielbarkeit, was für ein deutsches Wort, weil man tatsächlich die Augments hatte und weil die Comps das auch hergegeben haben. Trotzdem muss man ehrlicherweise sagen, dass das Powerlevel der Drakes, weil sie einerseits viel zu stark waren, andere waren viel zu schwach, schon sehr frustrierend war und ich bin sehr glücklich, dass es im nächsten Set keine Drakes mehr geben wird und auch keine Units, die 2 Unit-Plätze einnehmen. Die Augments, die ich allerdings ja generell schon so geil fand, die sind jetzt ein sogenanntes Evergreen in TFT, bedeutet in jedem Set werden Augments sein auf unterschiedliche Art und Weise und darüber freue ich mich sehr. Kommen wir nun zu der Inhaltsangabe. Wir beginnen bei dem Thema des Sets, reden dann über die Traits, dann reden wir über die Units, dann reden wir über die Items, weil auch hier gibt es kleine Änderungen, dann über die Item-Ambosse, ja, das gibt es jetzt, dann über die neuen Bosse, also die neuen PvE-Runden und dann natürlich über das Wichtigste überhaupt, über die Hero-Augments, die Besonderheit in diesem Set. Beginnen wir beim Thema des Sets. Das Thema des Sets ist Monsters Attack. Dafür gibt es sogar eine eigene kleine Stadt. Die Stadt heißt Spartulopolis, das ist quasi die Stadt von Spatula und dort leben diese Monster, oder sie gibt es zumindest, und dort leben gleichzeitig auch die Star Guardian und jede Menge Technik, das heißt, wir haben super viele Sachen, die in diesem Set zusammenkommen. Ganz besonders freuen wird es den einen oder anderen, dass es auch Mechs gibt, das heißt, die finden wir wieder zurück, aber dazu später mehr. Kommen wir nun zu den Traits. Dort gibt es 28. Alle Traits vorzustellen ist also schlichtweg gar nicht möglich. Es gibt vor allem auch wieder Traits, die quasi nur für eine Legendary Unit da sind. Beispielsweise Fiddlesticks, der sammelt Seelen von seinen Verbündeten und wenn er unter 50% HP fällt oder alle Verbündeten tot sind, dann rastet er richtig aus in bester Maxi Markov-Manier. Dann gibt es einige Klassiker, beispielsweise Defender, die sehr, sehr ähnlich sind zu den Bodyguards. Sie taunten die Gegner um sich herum, sie bekommen selber sehr viel Rüstung und ihre Teammitglieder bekommen ebenfalls Rüstung. Riot hat in dem Zuge auch gesagt, dass es natürlich bestimmte Klassen gibt, die sich wiederholen werden, weil du brauchst halt eine vernünftige Frontline, du brauchst die Möglichkeit, MR zu kriegen und das muss halt irgendwie heißen. Beispielsweise gibt es auch die Brawler, die geben diesmal allerdings keine HP ans gesamte Team, sondern nur an sich selbst, dafür allerdings prozentual. Dann gibt es sowas wie Duelist, das ist allerdings diesmal ein eigener Trade, das heißt, sie bekommen Attack Speed, wenn sie angreifen, bis zu 10 Mal und das führt dazu, dass mich ein Yasuo ziemlich zerschlitzt hat. Es gibt allerdings auch einige richtig innovative und coole neue Trades. Einige davon habe ich ja in den letzten Tagen in den YouTube Shorts hochgeladen, weil ich tatsächlich die Möglichkeit hatte, euch die vorab schon zu spoilern. Schaut also auch gerne diese Videos vielleicht nochmal an. Besonders herauskristallisieren möchte ich da einerseits die Laser Corps. Die kriegen quasi eine Drohne über den Kopf, die schießt, wenn du Schaden kriegst oder selber Schaden machst. Und klar, man hätte auch einfach sagen können, ey, du machst extra Damage, wenn du gehittet wirst oder attackst. Aber eine Drohne, die für mich schießt, ist einfach tausendmal geiler. Oder beispielsweise Admin. Das ist ein Trade, wo du quasi im Selbstbaukasten bestimmen kannst, was dieser Trade macht. Das ist ja mal mega innovativ. Ganz wichtig dabei ist allerdings auch zu erwähnen, dass es keinen Assassin-Trade mehr gibt. Es gibt keine Assassins mehr. Das war etwas, was man tatsächlich schon für Set 7 überlegt hatte, wo Mortok jetzt gesagt hat, jetzt machen wir es aber mal. Ein kleiner Satz dafür sind die Hacker. Denn die Hacker sorgen dafür, dass ein Hackerin, das ist tatsächlich ein Wortwitz von Riot, eine deiner Units in ihr Enemy-Backline befördert. Der kriegt sogar noch Bonus-Stats und kann dann richtig eskalieren. Jetzt habe ich natürlich mit den Clips schon mal so ein bisschen was gezeigt, was tatsächlich geht. Aber über die nächsten Tage wird es natürlich jeden Tag ein Banger geben, wo ich versuche, jeden Tag auch einen anderen Trade und eine andere Comp zu zeigen. Kommen wir nun zu den Units. Hier sind natürlich viele alte Bekannte dabei. Ganz wichtig zu erwähnen ist allerdings, dass Ramos, der einzig lang released Champion, der bis jetzt in keinem TFT-Set war, in diesen sogar dabei sein wird. Viele der Units, die ihr wiedererkennen werdet, haben allerdings eine andere Fähigkeit und vor allem auch eigentlich immer unterschiedliche Kosten. Und das ist etwas, was Riot jetzt auch so beibehalten will. Leona kennt ihr also als schwächliche One-Tier-Unit, die einfach nur nicht geschlagen werden will. Und jetzt ist sie eine Legendary 5-Star, die zum Mech werden kann. Damn it. Kommen wir nun zu den Items und den Item-Änderungen.
Beginnen wir bei dem Crit-Handschuh und alle Items, die daraus resultieren. Diese Crit-Handschuhe geben jetzt mehr Crit, allerdings keinen Dodge mehr. Das finde ich persönlich eine coole Änderung, weil Dodge war wirklich sehr frustrierend. Teilweise konnten ja AD-Spells auch gedodged werden und sogar die Crown, die quasi 1 Million True Damage macht, wird einfach gedodged, der Auto-Attack. Deswegen finde ich das eine solide Änderung. Im gleichen Zuge wurde auch Dude Gauntlet und Infinity Edge angepasst. Das bedeutet, du kannst quasi eines der beiden Items deiner Unit geben und sie kann immer mit ihrer Fähigkeit dann auch critten. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass es keinen Sinn mehr macht, beide einer Unit zu geben. Dude Gauntlet gibt dir jetzt einfach extra AP, das heißt, du packst das auf einen AP-Charakter und Infinity Edge gibt dir extra AD, das heißt, du packst das auf einen AD-Charakter. Das finde ich persönlich eine sehr gute Änderung, weil es jetzt auch diese Double-Crit-Builds ändert, die halt auch einfach extrem strong waren. Das einzige neue Item, was ich persönlich auch extrem cool finde, baut sich aus Crit und Health. Das ist das sogenannte Guardbreaker. Und Guardbreaker sorgt dafür, dass man mehr Damage gegen Units macht, die Schilder haben. Das hat man im letzten Set mal gebraucht mit den Guardians. Aber besser spät als nie, würde ich sagen. Generell ist es auch so, dass die AD und die AP-Items jetzt prozentual scalen mit dem Wert, den der Champion bereits hat. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Items aus 3-Star-Units natürlich einen Ticken besser sind, weil die bessere Base-Stats haben und auf teureren Units generell auch einen Ticken besser, weil die bessere Base-Stats haben als die billigeren Units. Das Power-Level der Items wurde dabei ein bisschen verringert und das Power-Level der Champions ein bisschen erhöht. Es ist also nicht mehr ganz so Punishment, wenn man nicht die 3 absolut besten Items auf seinem Carry hat und auch generell können stärkere Star-Units, also die ein höheres Level haben, tatsächlich auch mehr ausrichten, wenn sie keine Items haben. Kommen wir nun dazu, wie man diese Items bekommt und das ist über Item Amboss. Denn es gibt ja keinen Treasure Drake mehr und Treasure Drake war tatsächlich auch etwas, was Riot im Nachhinein kritisch sieht, weil so viel Varianz war da jetzt auch nicht drin, man hat eigentlich gerollt, bis man sein Item hatte. Jetzt ist es so, dass man in späteren Creep Rounds Item Ambosse bekommt. Die kann man einsetzen, genau wie Tomb of Trades, das heißt, du aktivierst sie einfach und dann kriegst du eine Auswahl an Items, wo du dich für eins entscheiden kannst. Das ist deutlich fairer, weil gerade im Late Game war es sehr frustrierend, wenn der Gegner aus dem Herald das perfekte Nonplus-Ultra-Item kriegt und du halt irgendwie eine Bramble West, wenn der Gegner hat tatsächlich nur AP-Charakter. Und apropos Herald. Herald ist nicht mehr, stattdessen gibt es jetzt richtig cool aussehende neue Bosse. Diese neuen Bosse sehen schick aus, haben sogar eine kleine Bossmusik und richtig badass, die sind aber immer noch absolut schwach vor der Brust. Das bedeutet, wenn ihr ein halbwegs solides Line-Up habt, könnt ihr eigentlich nicht gegen die Bosse verlieren. Aber was sag ich, hab's ja selbst schon geschafft. Und nun kommen wir zum wichtigsten Punkt des Sets, nämlich zu den Hero Augments. Dies sind eine neue Form der Augments, die in fast allen Partien auch kommen wird. Ich hatte in meinem Playtest in der allerersten Runde kein Hero Augment und ich war sowas von sad. Wenn es ein Hero Augment in einer Runde gibt, kriegen alle Spieler zum selben Zeitpunkt ein Hero Augment vorgeschlagen. Alle 3 Augments, die ihr dann zur Wahl haben werdet, werden ein Hero Augment sein. Dabei ist es zwischen allen Spielern so, dass man Hero Augments für Units bekommt, die dieselben Kosten haben. Beispielsweise könnt ihr jeweils 2 Hero Augments vorgeschlagen bekommen für eine 2-Cost und ein Hero Augment für eine 3-Cost-Unit. Dabei ist es auch ganz wichtig zu wissen, dass wirklich jeder einzelne Champion ein Hero sein kann. Jeder einzelne Champion hat 2 Augment-Variationen. Dabei ist immer eins davon ein Supportive Trait, wie beispielsweise bei Jinx, alle kriegen mehr Attack Speed, und eins ein Carry Augment, wo die Jinx dann beispielsweise super viel Attack Speed bekommt, wenn sie einen Takedown kriegt. Das bedeutet auch, dass ihr gerade die Supportive Augments so spielen könnt, dass ihr den Hero gar nicht als Main Carry spielt. Ihr könnt aber. Wichtig ist ebenfalls zu wissen, dass 2 Spieler exakt dasselbe Augment bekommen können. Das ist natürlich ganz besonders wichtig bei den Carry Augments, weil derjenige die Unit ja dann auch als Carry spielen will. Scouten wird also unglaublich wichtig. Da ich das Set vorab schon ein bisschen spielen durfte, kann ich euch auch schon meine positiven und negativen Erfahrungen mitteilen und auch das möchte ich jetzt hier tun. Das Positive vorweg, es gibt keine Drakes mehr und es gibt keine Units, die 2 Unit-Slots einnehmen. Das sorgt dafür, dass man viel mehr verschiedene Combos spielen kann und es fühlt sich deutlich fairer an und man versteht auch viel, viel besser, warum man jetzt gewonnen oder verloren hat. Generell genieße ich auch die Zeit in einem neuen Set immer komplett, weil man kann super viele crazy Dinge machen und ganz viele Trades, die ihr lesen werdet, werdet ihr euch sofort denken, warte mal, da geht doch was. Ein schönes Beispiel waren dafür für mich die Prankster. Prankster werden, wenn sie einen HP-Threshold unterschreiten, wegspringen. Dabei hinterlassen sie immer einen Target-Dummy und wenn man 3 Prankster hat, stunt dieser Target-Dummy sogar die Unit, die den Target-Dummy killt. Dementsprechend dachte ich mir, oh mein Gott, das ist doch brilliant, ich stelle meine Backline in die Frontline, die dash nach hinten, die Target-Dummies sind da und auf einmal werden die Gegner gestunt. Naja, auch wenn ich die Runde gewonnen habe, habe ich dann schon gemerkt, na gut, okay, aber dann haben sie danach keinen Dash mehr und die springen auch irgendwie nicht so dahin, wo ich unbedingt will, dementsprechend lässt man es dann doch eher in der Backline, aber es ist trotzdem was Cooles, was man unbedingt ausprobieren will. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Riot gerade in TFT unglaublich viel aus den letzten Sets mitnimmt. Bedeutet, sie haben zum Beispiel die Lektion gelernt, dass Mercenary, zwar auch wenn ich es absolut geliebt habe, unglaublich frustrierend war, wenn 2 Leute
gespielt haben, die unbedingt versucht haben zu verlieren und am Ende hat der, der mehr verloren hat, irgendwie gewonnen. Dafür gibt es jetzt die Underground Units, die quasi so eine Art Mercenaries sind, wo du allerdings nicht so hart gepunished wirst, wenn du auch mal eine Runde gewinnst, und sowas finde ich deutlich besser. Die Item-Armbosse finde ich ebenfalls extrem gut, weil es gerade im Competitive echt frustrierend war. Zu guter Letzt glaube ich, dass durch diese Hero Augments unglaublich viele verschiedene Comps spielbar sind. Das wird auch dazu führen, dass Tierlisten viel schwerer zu schreiben sind. Also ich glaube, Solos Tierlist wird ungefähr so sein für S-Tier. Also ich glaube, das wird das Ganze auch nochmal ändern. Und damit kommen wir auch zum Negativen, weil wenn die Tierlist so wird, wird es unglaublich schwer zu balancen. Es gibt einfach so viele Variablen, die man als Rider im Blick behalten muss, dass ich glaube, dass der Perfect Balancing State, den ihr ein Set echt relativ oft erreicht, erst relativ spät passieren wird, und da habe ich ein bisschen Schiss vor. Gleichzeitig finde ich es auch eine kleine Noob-Trap, dass zwei Leute dasselbe Hero-Augment als Carry-Augment bekommen können. Weil wenn jetzt gerade im Casual-Bereich jemand einen Jinx-Augment kriegt, sich denkt, übel geil, nehme ich, und zwei andere nehmen das auch, dann werden die zwangsläufig Probleme kriegen. Und dann gibt es da noch die Embleme, die man aus dem Spartula forgen kann oder die man eben andersweitig bekommen kann. Da sehe ich richtig große Probleme, denn zum Beispiel Star Guardian gibt dir mehr Mana, wenn du Mana bekommen würdest. Das skaliert auch mit Emblemen. Und ich habe zum Beispiel eine Runde von The Duck bekommen, wo seine Miss Fortune mit einem Silber-Augment, weil es den Star Guardian-Emblem hatte, quasi die ganze Runde durchfeuern kann. Ein anderes Beispiel ist Anima Squad. Die bekommen zusätzlich AP und AD und noch zusätzlich Health jedes Mal, wenn sie eine Unit killen. Ich hatte in meiner Runde direkt zwei dieser Dinger, weil du die tatsächlich auch aus einem Spatula forgen kannst, und habe damit meine Zoe in einem Stand verbracht, wo sie mit ihrer Ultimate 2400 Damage gemacht hat. Das klingt extrem viel und ist es auch. Am Ende sind allerdings alle meine Kritikpunkte, die ich mit diesem Set habe, Balancing basiert. Das heißt, all das kann man balancen. Ich habe nur richtig Schiss davor, ob Riot das schnell genug schaffen wird. Weil das Set kommt ja tatsächlich schon in 3 Wochen auf den Live-Patch, und ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass es auch dann Runden gibt, wo jemand ein krasses Augment Hyroid und ihr dann vielleicht nicht so viele Chancen habt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es macht unglaublich Spaß, der zu sein, der Hyroid. Das heißt, ich glaube, gerade für Casual-Spieler ist das vielleicht gar nicht so was Schlechtes, aber gebt mir dazu gerne eure Meinung. So oder so bin ich brutal hyped auf dieses Set und werde wirklich die Scheiße aus diesem Set spielen. Es gibt morgen das erste Gameplay hier auf dem Kanal, am Mittwoch kommt das Ganze auf dem PBE und ab Donnerstag werde ich jeden Tag live auf Twitch für euch dieses Set spielen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es war ein bisschen anders als die letzten. Gebt mir dazu gerne Feedback, damit ich es für das nächste Set vielleicht wieder anders machen kann. Ansonsten blicke ich aktuell so ein bisschen darauf, dass wir vielleicht wieder Starter-Comps machen, wenn das Ganze auf den Live-Patch geht, weil das bei euch gut ankam. Aber auch dazu hätte ich gerne nochmal euer Feedback. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Checkt gerne nochmal, ob ihr bereits abonniert habt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht es gut, euer Johnny.